Moin Moin, so, jetzt geht's wieder weiter mit Heavy Rain auf der PlayStation 3. Wir steigen vom Motorrad ab. Mal gucken, was. Der Eigentümer der Wohnung, in der sich Ethan seinen Finger abgeschnitten hat, lebt hier. Keine tolle Spur, aber mehr habe ich nicht. Hi. Bei Ihnen soll es Betropen geben. Und zwar rezeptfrei. Sorry, das stimmt nicht. Wiedersehen. Warten Sie. Ich brauche wirklich dringend Ihre Hilfe. Ich habe Geld. Warum haben Sie das nicht gesagt? Kommen Sie rein. So, Sie möchten Betropen, meine Liebe. Schlafprobleme? Wie viel denn? Ich weiß nicht, so ungefähr 3-4 Packungen? Also, das ist kein Problem. Wollen Sie einen Drink? Ich hol mir auch einen. Nein, danke. Alkohol nimmt den Tabletten die Wirkung, nicht wahr? Trinken wir trotzdem auf unseren ersten Deal. Ich habe Sie hier noch nicht gesehen. Wer hat mich empfohlen? Ich weiß nicht mehr. Die Pillen machen mich ganz wirr im Kopf. Die meiste Zeit bin ich völlig durch den Wind. Haben Sie eigentlich viele Kunden? Ein paar. Ich lindere ihre Ängste. Bin ich schön, dünn, fleißig genug? Ich mache denen Mut, die am System scheitern. Eine Art Sicherheitsventil, das Leute vor sich selbst schützt. Ich habe gehört, Sie sollen auch Wohnungen vermieten. Ich suche gerade. Sorry, Liebes. Es ist leider alles vermietet. Schade. Ich suche was in der Marble Street. Trinken Sie? Ja, sehr gern. Stimmt was nicht? Hat Ihre Mutter Ihnen nie verboten, von Fremden etwas anzunehmen? Hm? Was für ein Mistkerl. Hi zu Matthew. Kam angeblich wegen der Volkszählung. Noch so ein verdammter Regierungsspiel. So, Sie interessieren sich für die Wohnung in der Marble Street. Ich habe sie an Paco vermietet. Ein Freund von mir. Ich habe keine Ahnung, was er da treibt. Vielleicht nagelt er da seine Tänzerin aus dem Blue Lagoon. Ehrlich gesagt, ist mir auch scheißegal. Solange er Miete zahlt, kann er tun, was er will. Aber genug geplaudert. Mir fehlt das Operieren, also ergreife ich jede Gelegenheit zum Üben. Ich habe keine Instrumente hier.
Also nehme ich das, was da ist. Das macht Ihnen doch sicher nichts aus, oder? Ach komm, das könnte wehtun. Hören Sie das? Sobald man mit der Hausarbeit beginnt, klingelt es an der Tür. Ich höre den Besuch los und bin gleich zurück. Und Sie bleiben so. Hallo, Sir. Ich überbringe Ihnen das Wort Gottes mit dieser prächtigen Bibel. Sie kann Ihnen gehören. Für eine Spende von, sagen wir, $5. Nein, danke. Kein Interesse. Kommen Sie, Bruder. Ich glaube nicht, dass Sie... Was? Was für ein Doktor. Das ist ja unser FBI-Agent. Altanzug. Sei Königin. Thank you.
Fred. Jack soll das Auto, das ich suche, gestohlen haben. Nicht verkehrt, ihm ein paar Fragen zu stellen. Mir ist schlecht. Schweißausbruch, Hände zittern. Hoffentlich geht es gut. Blake war nicht im Büro, als ich ging. Ich werde ihn nicht vermissen. 24 Stunden. Mir bleiben weniger als 24 Stunden, um Sean Mars Leben zu finden. Ein Schrottplatz. Guter Ort, um an gestohlenen Autos rumzubasteln. Mad Jack alias Jackson Neville. Der Typ hat ein Fuhrstrafenregister so lang wie mein Arm, also Vorsicht. Was für ein beschissener Ort. Ich stelle Neville ein paar Fragen und verschwinde von hier. Mann, hört es nie auf zu regnen? Urlaub mache ich hier nicht, da bin ich mir verdammt sicher. Verdammter Regen, ich bin klatschnass. Ein Röhrchen Triptor. In meiner Tasche. Ich rede lieber mal mit dem Typen auf dem Bulldozer. Achso, okay. Das ist nur die Frage, wo ist der Bulldozer? Ach, hier. Können Sie das bitte ausmachen? Norman Jaden, FBI. Können wir einen Moment reden? Bin ganz Ohr. Können wir reingehen? Ich suche den Besitzer eines blauen 83er Chevrolet Malibu. Ist mir scheißegal, wie der Wagen herkam. Oder ob er gestohlen war. Ich will nur den Käufer wissen. Sorry, Mann. Da klingelt nichts. Irgendwie kann ich mir Namen einfach nicht gut merken. Stechen? Dann werde ich Ihnen mal auf die Sprünge helfen. Sollten Sie den Wagen tatsächlich an den Mann, den wir suchen, verkauft haben, wartet eine lange Zeit im Knast auf Sie, Jackie Boy. Du willst mir Angst machen, Großmaul? Hab dein blödes Auto nicht gesehen? Jetzt verpiss dich. Blut. Warum ist hier Blut? Okay. Fingerabdrücke. Wahrscheinlich von Mad Jack. Größe 41. Vermutlich ein Besucher. Größe 48. Muss Magics Größe sein. Es ist nicht das richtige Auto. Die gleiche Reifenmarke wie beim gesuchten Auto. War das Auto des Mörders hier? AI-Eintrag. Spuren von Orchideenpollen in der Luft der Werkstatt identifiziert.
Ein paar blaue Farbspuren, die gleichen Reifenspuren. Kein Zweifel, das Auto des Mörders war hier. Wir sind auf der richtigen Spur. Alles untersucht. Nicht vom richtigen Auto. Kleines Maul stopfen. Hände hoch, du Schwein! Ich hab keinen Bock auf deine Spielchen. Ich werde dich hier rausschaffen und schön fertig machen. Verdammt! Sie sagen mir sofort alles über den Mann mit dem blauen Auto. Ach, fick dich doch ins Knie! Letzte Chance, Jack. Sie sollten sie lieber nutzen. Oder du tust was. Du willst mich nicht umlegen, was dann? Verhaftest du mich? Fuck! Bist du jetzt komplett übergeschnappt, Mann? Oh, scheiße, Jack! Das war doch nichts. Nur Selbstverteidigung. Ganz genau nach Dienstvorschrift. Töte oder werde getötet. Wow, wow, wow. Halt, das reicht. Mir fällt da gerade was ein. Huh? Du beruhigst dich und ich erzähl dir was.
Ich weiß nichts über den Typ. Ich sollte seine Karre loswerden. Wollte eine neue mit falschen Schildern. Zahlte Cash. Da habe ich nicht nachgefragt. Meinte, wenn alles fertig ist, soll ich einem Kerl Bescheid geben. Paco im Blue Lagoon. Mehr weiß ich nicht. Wir setzen unsere Unterhaltung auf dem Revier fort. Sie sind verhaftet. Sie haben das Recht zu schweigen. Alles, was... Scheiße, nicht jetzt. Alles, was sie sagen kann und wird... Hey, hast du ein Problem oder was ist los? Umdrehen. Also nicht mehr clean. Das ist auch 16:30 Uhr. Glauben Sie, der Origami-Killer hat Manfred getötet? Macht Sinn. Er wollte ihn zum Schweigen bringen. Und Sie verdächtigen Gordy Kramer, stimmt's? Ihn oder seine Leute. Gordy hatte die Zeit und die Mittel. Und die entsprechende kranke Einstellung, die dazugehört. Es ist nur ein Verdacht, aber er sieht verdammt schuldig aus. Sind das die Akten zum Fall? Ich arbeite schon seit Jahren daran. Jede Menge Papierkram. Magazine über Origami? Sie meinen, der Mörder hat eins abonniert? Wenn er sich in den letzten 30 Jahren für Origami interessiert hat, könnte er vielleicht dabei sein. Aber es sind über 500 Namen. Das bringt gar nichts. Ich hab Hunger. Haben Sie was zu essen? Ich bin kein Koch, aber ein paar Rühreier werde ich schon hinkriegen. Oh. Toll. Alles klatschnass. Ich muss mich aufwärmen. Ist es okay, wenn ich dusche? Nur zu. Die Tür in meinem Schlafzimmer. Ich mach das Essen und Sie gehen duschen. So, zwei Eier. Der Wanne. Komm. Und das nächste Ei. Komm. Die Eier müssen jetzt fertig sein. Thank you.
Ich habe mir mal Ihren Bademantel geborgt. Steht Ihnen gut. Hey, das sieht fast genießbar aus. Was ist das? Das Notizbuch aus Manfreds Büro. Nach diesem Buch haben in den letzten 10 Jahren 30 Kunden Royal-Teile gekauft. Vielleicht auch der Killer. Naja, die Alibis von 30 Kunden zu prüfen und das einzeln, ist viel Laufarbeit. Außer, wenn wir sie mit der Liste vergleichen würden. Die Liste der Abonnenten der Magazine. Sie haben sie doch noch, oder? Ja, ja. Lauren, warten Sie. Ach, wieso will sie nicht essen? Wenn der Killer tatsächlich mit einer Royal-Maschine geschrieben hat und ein Origami-Magazin abonniert hatte, sollte er auf beiden Listen stehen. Lauren, das ist nur eine Theorie, aber... Ja, ist möglich. Der Name ist hier drin. Los, wir finden ihn. Sie haben den Namen. Der Einzige, der auf beiden Listen stand, starb mit 10. Und was wollen wir machen? Nachsehen, ob er auch wirklich tot ist? Ich weiß, es macht eigentlich keinen Sinn. Außer der Mörder benutzt nur den Namen. Warum gerade ein Kind, das vor 30 Jahren starb? Das müssen wir rausfinden. Sein Name ist John Shepard und er muss einen Grabstein haben. Sie geben nie auf, oder? Na, Gräber. John. Entschuldigung. Ich suche das Grab eines Jungen, der vor 30 Jahren gestorben ist, ein John Shepard. Können Sie mir vielleicht sagen, wo es ist? Die Kindergräber sind im nächsten Abschnitt. Danke. Von Holland. Weg. Niklas. Jill. Jim. Cherry. Am Shepard. Origami-Figuren. Das kann unmöglich ein Zufall sein. Die Blumen sind noch frisch.
Jemand scheint sich um das Grab zu kümmern. Armer Kleiner. Ich kannte den Jungen. Sie kannten John Shepard? Habe fast mein ganzes Leben hier gearbeitet. Ich weiß, was passiert ist. 77. Oktober, glaube ich. Ihr nichtsnutzigen Sträuche, macht euch gefälscht hier raus! Los! Haut ab, ihr verfluchten Rotzbengel! Kommt wieder, versatzte Mutter von der Arbeit zurückkommt! Er ist wieder voll. Und was machen wir jetzt? Es regnet wie aus Eimern. Wir werden klitschnass, wenn wir draußen bleiben und spielen. Aber er schlägt uns nicht. Das bisschen Regen macht nichts. Los, wir spielen! Ich wette, du kriegst mich nicht! Ja, aber das machen wir dann morgen. Ich bedanke mich, wünsche euch schon einen Tag und nicht vergessen, Support ist kein Mod, Donjo, Konto runter. Kommst du jetzt, oder und nicht? Morgen spielen wir. Also, bis morgen, tschüss!